Jetzt geht es nach wie vor um Funktionräume, aber diesmal um die Motivation für Sobolev-Räume, für deren Einführung. Die Forderung, die wir stellen, ist, dass die Lösung der PDEs im schwachen Sinne differenzierbar sein sollen, das dann auf den schwachen Lösungsbegriff führt. Die Frage ist, in welchen Funktionräumen befinden sich denn solche Lösungen, also schwache Lösungen? Die Antwort ist, in Sobolev-Räumen, dieses Setting müssen wir jetzt erstmal aufbauen und definieren. Sobolev-Räume sind Funktionräume, die LP-Funktionen und deren schwachen Ableitungen, die wir eben definiert haben, beinhalten. Und was wir aber zudem noch fordern, ist natürlich, dass die schwachen Ableitungen selbst wieder LP-Funktionen sind. Was hilft, wenn man sich daran erinnern will, ist die Analogie zu C, stetige Funktionen, stetig differenzierbare Funktionen zu beachten. LP ist sowas wie stetig und Sobolev-Raum wäre dann stetig diffbar und natürlich sollen die Ableitungen selbst wieder stetig sein. Deswegen sollen hier auch die Ableitungen analog dazu wieder in LP sein. Ja, hier abstrakt jetzt der WKP-Raum, Sobolev-Raum genannt, sei 1 kleiner gleich p kleiner gleich unendlich, also p irgendwo zwischen 1 und unendlich, beides darf dabei sein, 1 und unendlich. Omega sei jetzt direkt in R hoch n offen und dann definieren wir als WKP den Raum aller Funktionen in LP von Omega nach R hoch n, wobei für alle Multi-Indizes Alpha, deren Länge kleiner gleich k ist, gilt, dass die ja, höchstens k-te Ableitung immer noch in LP liegt. Das nehmen wir einfach ganz abstrakt als Definition wahr. Für die Definition des Multi-Index verweise ich hier auf Wikipedia, dass man das nochmal nachguckt. Was man sich merken kann, ist, P ist klar, das ist wieder diese Integrierbarkeitsordnung, die wir schon von den LP-Räumen kennen. Und K ist jetzt die Differenzierbarkeitsordnung. Ja. D Alpha heißt eben höchstens K mal ableiten, wenn Alpha kleiner gleich K ist. Das heißt, es geht hier um höchstens die Kartenableitung. Das ist also sowas wie der Raum der K mal stetig differenzierbaren Funktion, jetzt aber im schwachen Setting. Dies ist der WKP-Raum oder der Sobolev-Raum der Ordnung K mit Exponent P, wie man sagt. Und mit DAF ist diesmal hier oder D Alpha die schwache Ableitung gemeint. Klassische gibt es ja jetzt nicht mehr, weil wir auch nur noch LP-Funktionen haben. Auch hier lassen wir wieder das R auch n weg, wenn klar ist, wohin die Funktionen in dem Raum jeweils abbilden. Konkret ausgesprochen, der Sobolev-Raum WKP ist der Raum der K mal schwach differenzierbaren Funktionen, wobei all diese K-Ableitungen selbst LP-Funktionen sind. Und die Analogie hier nochmal hingeschrieben, der Raum der stetigen Funktion C0 ist sowas wie LP und der Raum der K mal stetig differenzierbaren Funktion ist dann sowas wie WKP. Das ist jetzt einfach links altes Setting, klassisch differenzierbar, rechts neues Setting, schwach differenzierbar. Und in dem Sinne sieht man auch hier als Bemerkung diese trivialen Beziehungen, dass W0P LP selbst ist, sieht man hier in der Definition. Der Multi-Index hat dann Länge 0, weil ja K0 ist. Das heißt, alle f in LP, sodass keine Ableitung, also die nullte Ableitung in LP liegt, also f in LP, das heißt W0P ist einfach LP. Und natürlich ist jeder WKP-Raum in LP, weil ja alle Ableitung und die Funktion selbst in LP sein sollen. Der Raum ist also einfach höchstens nur noch eingeschränkt und höchstens kleiner. Ja, was nehmen wir als Norm für WKP? Für p kleiner unendlich, also 1 bis unendlich, unendlich nicht dabei, bauen wir das einfach aus den einzelnen Ableitungen, von den Summen der LP-Normen zusammen. Hier steht es erstmal ganz abstrakt. Auf einer späteren Folie habe ich es ein bisschen zerzogen hingeschrieben, dass man genau sieht, wie jetzt genau diese WKP-Norm aussieht. Ja, wir statten WKP natürlich wieder mit dieser Norm aus und erhalten, wie gewohnt, einen vollständigen Raum, wie man nachrechnen kann. Das heißt, wir haben wieder einen Banachraum gewonnen. WKP ist ein Banachraum. Für p unendlich gehen wir auch analog vor, wie bei L unendlich. Wir nehmen wir das Supremum über alle Ableitungen diesmal und davon dann nochmal das Maximum. Und das ja, nennen wir einfach die WK-Unendlich-Norm. Statten WK-Unendlich wieder mit der Norm aus, haben dann wieder einen vollständigen Raum und also auch wieder einen Banachraum. Jetzt für p gleich 2 schreiben wir anstatt WK2 einfach HK. Also das H muss man immer mit p gleich 2 assoziieren. Und naja, wir wissen, L2 ist ein Hilbertraum, gibt es ein Skalarprodukt drauf, für HK denn dementsprechend auch, für jedes K. Das heißt, wir definieren hier ein Skalarprodukt und es baut natürlich auf den einzelnen L2-Skalarprodukten von den Ableitungen auf. Und hier steht wie, wir summieren sie einfach alle bis zum Index K. Mit diesem Skalarprodukt ist HK wie gewohnt vollständig und damit ein Hilbertraum. Hier jetzt ausgeschrieben die WKP-Norm, da steht's. Am Ende wieder die p-te Wurzel nehmen und was wir jetzt diesmal integrieren, ist nicht nur f-Betrag hoch p, sondern eben noch der Gradient hoch p und dann eigentlich auch noch die ganzen höheren Ableitungen. Je nachdem, was k jetzt ist, kann man nicht auch jetzt sauber hinschreiben, deswegen Pünktchen, Pünktchen. Und für das HK-Skalarprodukt habe ich es auch mal hingeschrieben. Wir haben ja gesagt, dass die f-Betrag
dass die Funktionen aus den jeweiligen Räumen nach r hoch n abbilden. Das heißt, f von x ist ein r hoch n Vektor mal g von x. Das heißt, dieses Mal ist hier natürlich ein Skalarprodukt in r hoch n, Standardskalarprodukt, euklidisch. Wenn wir davon den Gradienten bilden, haben wir ja eine n kreuz n Matrix. Das heißt, Gradient f ist eine n kreuz n Matrix. Und jetzt als Produkt mit Gradient g, was auch eine n kreuz n Matrix ist, soll eine reelle Zahl liefern. Damit ist hier natürlich die zweifache Kontraktion gemeint. Ne? Also dieses innere Skalarprodukt für Matrizen. Und dann hätte man tiefere Kontraktion für die höheren Terme. Das nur zur Vollständigkeit, wenn man sich mal ein bisschen genauer Gedanken macht, wie diese Norm- und Skalarprodukte aussehen, braucht man dann Tensorrechnungskenntnisse. Gut, ein weiterer Raum, der H1-0-Raum für offenes Omega an n, wie gewohnt, setzen wir diesmal H01 als den Abschluss von CC unendlich unter der H1-Norm. Man beachte den Unterschied, wir schließen jetzt unter der H1-Norm ab, also nicht unter der LP-Norm. H1 ist ja kleiner als LP, das heißt, wir sind strenger im Abschluss, das heißt, der entstehende Raum ist kleiner auch als LP. Wir haben wieder glatte Funktionen, die wir abschließen, H1-0-Raum, so nennen wir den Raum. Warum 1, warum 0? H1 ist klar, weil wir unter der H1-Norm abschließen und die 0 kommt daher, hier steht es auch in der Folie nochmal, dass die Funktionen in einem gewissen Sinn am Rand verschwinden. Ein bisschen konkreter, erstmal ist die Definition, dass CC unendlich dicht in H1-0 ist und wie wir schon von LP kennen, können wir uns für H1-0-Sätze wieder zurückziehen auf CC unendlich und über einen dichten Schluss dann die ganzen Aussagen schließen für H1-0-Funktionen. Ja, die Elemente jedenfalls in R von H1-0 kann man sich vorstellen als H1-Funktionen. Das sind ja einmal schwach differenzierbare Funktionen mit p gleich 2, die am Rand verschwinden. Es ist in einem allgemeinen Sinne zu verstehen, aber sehr sauber kann man es wegen den Sobolewschen Einbettungssätzen für den Fall n gleich 1 noch tatsächlich wirklich genauso behaupten. Also für f in h1,0 Omega in r hoch 1, also in r, das heißt ein Intervall ab, gilt, dass f von a gleich f von b 0 ist. Dieses h1 heißt schwach diffbar und das 0 heißt eben verschwindet am Rand, deswegen ist f von a gleich f von b gleich 0. Ja, hier der Zusammenhang zwischen H1,0 und ein paar anderen Räumen, dass man ein bisschen die Hierarchie jetzt noch betrachtet. Wir haben gesagt, CC unendlich ist sehr klein, das ist eine sehr hohe Anforderung mit dem kompakten Träger und der Glattheit. Die H1,0-Funktionen sind ja als Abschluss von CC unendlich definiert, damit natürlich größer. H1 ist aber noch größer, weil ja in H1,0-Funktionen nur H1-Funktionen sind, höchstens noch ein paar weniger, eben wegen der Restriktion. Und H1 ist trivialerweise ja in L2. Weil eben H1 aus L2-Funktionen besteht, die zusätzlich noch diffbar sind, schwach diffbar. Oder in Worten nochmal die Kette. Der Testfunktionenraum ist sehr klein, er liegt in allen Sobolev und in allen LP-Räumen. Der H1-0-Raum liegt zwischen dem Testfunktionenraum, CC unendlich, und dem H1-Raum. Und alle HK-Räume liegen im L2-Raum. Die meisten Aussagen sind trivial, folgen direkt aus den Definitionen. Eine essentielle Ungleichung in der Funk-Anna ist die Poincaré-Ungleichung. Die besagt, dass es eine Konstante gibt, c größer gleich 0, sodass für alle H1-0-Funktionen diese Ungleichung gilt. Also die Norm von f in L2 ist kleiner gleich c mal die Norm des Gradienten in L2. Und ja, das hilft eben, wenn man Abschätzung für H1-0-Funktionen machen will. Die H1-0-Norm besteht ja zum Teil, wenn man sich an die Definition erinnert, aus der f L2-Norm, können wir jetzt auch über den Gradienten abschätzen. Das heißt, wenn wir Schranken für den Gradienten kennen für die Ableitung, dann kennen wir auch Schranken für die Funktion. Das ist im Wesentlichen die Aussage hier von der Poincaré-Ungleichung. Wie es hier steht, die Poincaré-Ungleichung liefert Schranken für eine H1-0-Funktion aus Schranken ihrer Ableitung.